Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 723 bei Walldorf sind am Mittwochabend zwei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Richtungsfahrbahn der Landesstraße zur A5 zeitweise voll gesperrt. Den Angaben der Polizei zufolge fuhr ein LKW um kurz vor 19 Uhr in Fahrtrichtung Wiesloch, an der Abzweigung zur Dietmar-Hopp-Allee, vermutlich über eine rote Ampel auf die Kreuzung. Ein von rechts mit seinem PKW über eine grüne Ampel fahrender 45-Jähriger stieß in dessen Folge mit dem LKW zusammen. Der LKW prallte gegen einen Ampelmast und kam zum Stehen. Herumfliegende Trümmerteile trafen ein weiteres Auto und beschädigten dieses leicht. Der 45 Jahre alte Autofahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Nacht an.